Ich bin sehr froh und glücklich, hier zu sein und freue mich sehr darauf, die positive Entwicklung der Hertha weiter voranzutreiben. Das ist mein Ziel, das ist unser Ziel als Verein und ich bin auch davon überzeugt, dass die Mannschaft genau diese Qualität hergibt, auch in der Rückrunde attraktiven, guten Fußball zu spielen und sich dann auch dauerhaft in der Bundesliga wieder zu etablieren. Ich stelle mir natürlich vor, dass wir in den nächsten 2,5 Jahren eine sehr positive sportliche Bilanz aufweisen können, dass wir es schaffen, uns in der Bundesliga da zu etablieren, wo Hertha ihrem Namen nach und ihren früheren sportlichen Erfolgen nach auch hingehört, nämlich ins vordere Drittel der Bundesliga. Ich bin immer mit großem Respekt mit meinen Mannschaften hier nach Berlin gekommen, habe mich immer auf die Stadt gefreut, habe mich auch aufs Stadion gefreut und auch auf die Atmosphäre im Stadion gefreut. War ich in den letzten Jahren dann häufig Sieger mit den Mannschaften, die ich betreut habe, in den Spielen gegen Hertha. Möchte ich ab jetzt sehr gerne Gewinner im eigenen Stadion mit meiner Mannschaft gegen die anderen Mannschaften sein, die zu Besuch kommen. Ja, ich habe den Zwist natürlich mitverfolgt und es ist auch schade, dass es zu so einer Streitigkeit gekommen ist. Gott sei Dank haben die beiden Parteien, also sowohl die Hertha mit Michael Preetz als auch der Trainer, der Markus, haben das jetzt beseitigen können, bereinigen können. Und das ist, glaube ich, auch unter Sportlern genau das Richtige, was man machen muss und machen kann. Man kann vielleicht mal eine andere Auffassung haben, aber am Ende ist man als Sportler immer wieder ganz schnell an einem Tisch.